Alter, voll weggesweept den Dude. Voll weggewischt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was kommt jetzt? What is now? Ich call mal entweder Kaiba. Also ich call Kaiba. Oder irgend so ein generic Final Yu-Gi-Oh! Boss. Ihr wisst schon, wie zum Beispiel in Forbidden Memories oder in fast jedem Yu-Gi-Oh! Spin-off gibt es da irgend so ein Alternate Universe, irgendwas. It's Kaiba auf einem Luftschloss. Ist richtig, Kaiba. Du musst kompensieren. Ist vollkommen okay. Ich begreife schon. Alter, guck dir diese engen Hosen an. Sowas trägst du nur, wenn du deine Eier absolut nicht leiden kannst. Okay, Kaiba. Nee, ich rüste mein Team nicht um. Es ist ein fucking Luftschiff. Weißt du, vorher Shadi, oh jetzt Kaiba. Es musste kommen. Wo bist du, Kaiba? Ich bin hier. Endlich wird sich entscheiden, wer von uns beiden wirklich der bessere Duellant ist. Du hast sie doch nicht mehr alle. Ich werde dich nicht nur besiegen, ich werde dich erniedrigen. Oh, scheiße. Und der Titel König der Kapselmonster wird mir gehören. Ja, okay. Oh, Kaiba, you mean business. Bist du bereit? Von Königreich Illusion habe ich gehört, aber nie wirklich was gesehen. Zeit für ein Duell. Ich habe nur mal gehört, dass es ein RPG sein soll und ich mir gedacht habe, so, what? Okay, Kaiba. Bereit, deinen zweiten weißen Drachen zu verlieren? Natürlich, er platziert sich auf einem fucking Thron. Weißt du, die Stadt, in der wir vorher gekämpft haben, ist ja wahrscheinlich nicht mehr begehbar. Ne? Oha, er fährt voll auf. Hat der echt einen 9? Ich darf 10 mitnehmen. Ich hab unendlich! Ich hab unendlich! Ich kann alles mitnehmen, was ich will. Oh, wow! Okay, Kaiba. Du willst es ja nicht anders. Boah, ich nehme deinen eigenen weißen Drachen mit. How about this? Ich hab unendlich MP. Suck my dong. Okay, sorry, Penguin. Ich hab einfach gerade zu viel Power. Oh mein Gott, ich sehe jetzt, dass wie viele Tag Rüran hat. Okay, du kommst auch mit. Du nicht. Ja, Magiermädchen auch. Gute Idee. Good call. Der wurde sich eigentlich auch schon die ganze Zeit gewünscht. Ich muss nur gerade aufpassen. Er hat viele Lichtmonster gehabt. Ich darf jetzt also nicht zu viele Finsternismonster mit mir rumschleppen. Das könnte arg in die Hose gehen. Kazajin hat uns gute Dienste erwiesen. Ein Erdmonster könnte auch ganz gut sein. Und sie ist ganz gut darin. Oh mein Gott, dieses Spiel. It got to 11, quick. Und einen habe ich noch. Nicht Pumpkin, komm. Die Krabbe hat mich arg enttäuscht. Komm, wir nehmen die Raketenwerferspinne mal. Ich habe nur gerade so ein ungutes Gefühl, ne? Ich habe gerade jetzt meine mächtigsten Monster mitgenommen, aber mir ist eingefallen, ich muss sie auch tatsächlich beschwören können. So maybe I fucked up.
I may be fucked up. Aber mal gucken. Wir gucken mal. Wir sind ja auf Kaibers Luftschiff. Alter. Ich duelliere. Okay, der Leiste nach zu urteilen, haben wir eine Menge AP zu arbeiten. Okay, er hat Dings Sujin. Er hat Zerstörer-Golem. Kriecherdrache. Noch einen weißen Drachen. Den werde ich dir auch abnehmen. Würgeschlange. Sorry, ich hatte gerade Vietnam-Flashbacks. Um genau zu sein, Forbidden Memories-Flashbacks. Ach du Scheiße, der hat zwei weiße Drachen. Und einen Meteor-B-Drachen. Oh, this is gonna be good. Oh, Scheiße, Boy. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ja, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen... Oh, ja, stimmt. Ich krei mir dann beide weiße Drachen und einen Meteor-B-Drachen, wenn ich gegen ihn gewinne. Oh, verlockend. Oh, ich kann noch mein... Stimmt, mein Flammenmeer. Mein Flammenmeer ist eigentlich das Günstigste, was ich habe. Und trotzdem, das könnte interessant werden. Ja. Vor allem, ich brauche so viel Power dagegen. Du besitzt nichts, was mich aufhalten könnte. Das Problem ist, du hast Meteor-B-Drachen. Das heißt, dein Argument hat sogar ziemlich große Hände und Füße, um das mal so zu sagen. Ja, es sieht echt nicht aus. Der Meteor-B-Drache, ne? Ich krieg Forbidden Memories Flashbacks. Ich werde deine Sabbel nicht. Rühran können wir sogar eventuell schon entwickeln. Das Ding entwickelt sich auf Level 2 schon. Oh Mann. Das wird eine Materialschlacht hier. Das wird eine ekelhafte Materialschlacht. Hier ist ringsherum Klippenregel. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich will auch nicht wissen, was der Effekt dieses Bereichs ist. Ah, nein! Nicht das Gesicht von Müttern! Meine einzige Schwäche! Ist okay! Ist okay, ich hab das... okay. Ich muss nur gerade gucken, dass ich hier jetzt... Genau, okay. Weil Kalber meint Business, der hat Viecher dabei. Der Kerl will Streit. Ja, da gucken wir nachher nochmal, ne? Ah! No! Keine Mütter! Okay, back to business. Kaiba ist keiner, der Spaß versteht. Da müssen wir jetzt echt aufpassen. 600. Das Gute ist, einige kenne ich ja, wie sie sich bewegen. Oh yes, ich komme da sogar ran. Ich könnte angreifen. Das ist... Wow, ich würde ihn killen. Na gut, müssen wir. Je eher wir nach vorne kommen, desto besser.
Je eher wir einen Vorsprung haben, desto besser. Das Gefühl kriege ich jetzt auch langsam, weil Shadi war einfach nur da, um niedergewalzt zu werden. Okay, das ist eins weniger. Zu dumm, Kaiba. Oh, that's sick, this. Wie kannst du es wagen, mein Monster zu zerstören? Alter, du hast das nicht mal lieb gehabt. Was laberst du da? Schlaberst du? So, bei dir muss ich aufpassen. Du bewegst dich diagonal. Könntest also hier stehen und dann wäre das sinnlos. Könntest hier stehen, könntest dann... Ja, der könnte mal... Er könnte ihm hier jetzt ein Problem machen. Das Problem ist, ich kann ihn... Na, ich kann sowieso nur so weit. Von daher. Und da muss er erstmal wieder nachchecken. Ja, mit denen so zu arbeiten, könnte schwierig werden. Ja, jetzt hat er die einzigen, die noch nicht entschlüpft sind bei ihm, sind seine Großen. Oh, that was a mistake. Das tut aber auch jetzt weh. Das wird jetzt knallen in der Hütte. Der Djinn, er mag mich nicht. Der Djinn, er liebt dich. Aua. Autsch. Gott, scheiße, tut das Ding weh. Ich habe immer noch eine Chance. Ah, Yugi, chill mal deine Zone. Noch ist hier nichts vorbei. Da ist sein erster. Da ist sein zweiter. Sein Meteor-B-Drachen will er partout noch nicht raushauen. Das Ding muss mächtig sein. Wenn er es immer noch nicht rausschmeißt. 2 und 2. Das trifft sich gut. Das trifft sich sogar sehr gut. Vielleicht gegen anfighten. Und zerstören. Ja. Oh, 1000 Drache. Es hat sich so gelohnt, dich über ein gesamtes AP zu entwickeln gefühlt. So worth it. So, ich denke mal, ihr... Ja, 1, 2, 3... Das ist egal. Dann krieg ich hier mit dir hin. Flammenmeer beschützen. Wir beschwören jetzt erstmal weiter. Gucken, dass wir die anderen noch rauskriegen. Beziehungsweise... Metallsoa kann ja nochmal vor... Der kommt hier gut überall hin. Das ist gut an ihm. Genau wie Rührei. Okay. Wo will er denn hin? Oh shit. Das ist gefährliches Backup. Das ist sehr gefährliches Backup. Da komme ich nicht hin. Ich kann mich hier ganz hinmogeln. Ich kann mich auch hier hinmogeln. Ist das Ding... Oh, das Ding ist Danger Zone. Das ist aber nicht so gut. Ich kann mich hier hinmogeln. Dann könnte er... Da kann er gar nicht lang. Ich mach das einfach mal. Nur um vielleicht seine Aufmerksamkeit... Ja, ich erreg damit auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit. Das Problem ist, ich kann zurückfighten. Ist also nicht das... Ist also nicht unsere Sorge. Ich muss meinen 1000 Drachen mal in Sicherheit bringen. Das hätte er nicht verdient, hier so zu sterben. So, wir gehen ihn mal hier hin. Schwören dich schon mal. So. Yes. Ich muss ja sagen, die Art von Duell gefällt mir auch irgendwie. So ein richtiges All-Out-Battle.
Ja, damit... Okay, das Ding macht überhaupt keinen Schaden. Ja, schon peinlich ist das. Während ich mich da gleich an ihm vorbeisneaken kann. Und da ist sein Meteor-B-Drache. Das Ding, vor dem ich tatsächlich mehr Angst habe als vor weißen Drachen. Ein weißer Drache ist eine Sache, aber ein Meteor-B-Drache ist eine andere. So. Ich sollte mit dem Beschwören noch warten, aber ich hänge mittlerweile mit den Dings hinterher. Ich kann mich hier schon zu seinem Meteor B-Drachen hinmogeln. Was hast du vor? Halt die Fresse, ja? Ich hab zu tun. Du Pieflord. Ich könnte mich hier hinstellen. Ich bin dann immer noch sicher vor seinem Scheiß. Er kann dann nichts machen. Oder? Wenn er hier hochgeht, 1, 2, doch kann er. Scheiße. Gut, es war vielleicht nicht meine beste Idee, ihn hier hinzuschicken. Aber hier. Machen wir erstmal hier. Fahren wir mal sicher. Aber du warst 3 und 2. Das Ding ist schnell. Okay, hier bist du sowieso sicher. Von daher, da kann nichts passieren. Das Gute ist, seine Viecher sind alle relativ straightforward. Die bewegen sich alle nicht wirklich fancy. Ne, komm, wir machen das jetzt so. Wir bauen einfach unsere Front auf. Guck mal hier. Guck mal, kennst du den noch? Hey, Kaiba, kennst du den noch? Eigentlich kann Kaiba froh sein, dass er nicht sowas wie mich als Rivalen hat. Er würde durchdrehen. Oh, jetzt steht er genau vor mir, richtig? Sehe ich das richtig? Das heißt, ich kann gegenschlagen. Und wenn ich gegenschlage gegen das Ding, ne? Dann knallt's. Oh, shit. Da muss ich jetzt aufpassen mit dem Ding. Das sieht gefährlich aus. Was kommt jetzt? Es dönert. Kaiba, was soll das? Was soll das, Kaiba? Goodbye. Alter, war reingesneakt. Sneak. Das Problem ist, er will aber auch nicht. Der weiß, was auf ihn zukommt. Außer in dem Falle, da kriegt er jetzt nicht viel Schaden. Scheiße. Shit, mir fehlt ein bisschen... Lass das! Ich muss mich konzentrieren hier. Stop it! Jetzt haben wir schon mal alle draußen, das ist gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir da das meiste draus machen. So, auf jeden Fall will ich nicht derjenige sein, der zuerst da reinrennt. Ich meine, ich habe eine Sache in seiner Backline, da muss er erstmal mit dealen. Da soll er erstmal was gegen machen. Ich werde mich nicht demütigen lassen. Sorry, der Zug ist abgefahren, Kaiba. Der Zug ist lange abgefahren. Ah, damit habe ich gerechnet, aber das ist... Alter, ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts, Kaiba. Was ist das denn? Ich dachte, du kommst mir jetzt mit was Vernünftigen.
Und stattdessen schmeißt du mir ein Handtuch entgegen. Sehr stürmisches Handtuch, ich hab begriffen. Das Geile ist, dadurch, immer ich habe Sangan, glaube ich, Sanga in meiner Box. Ich könnte mir also quasi einen Torwächter zusammengrinden. Ist schon cool. Ich werde okay. Dank. Sammel nicht. So, was stellen wir jetzt mit dir an? Du könntest dich hier hinstellen und dann gäbe es für dich mehrere Versionen aufs Maul zu kriegen. Ich muss auch bedenken. 1, 2, 3. Er kann hier hin. Er kann. Kaiba, ich denke, halt die Fresse. So oder so. Nö, überhaupt nicht. Und ich bin wieder weg, Kaiba. Und stattdessen mein 1000-Drache. Ja, ich muss. Nee, der ist blöd. Schicke ich ihn lieber hier hin, wo er wenigstens noch den einmal angreifen kann. Und tatsächlich zerstört. Sag mal, sind meine Monster so mächtig oder habe ich die einfach nur gut trainiert? Ich one-shotte hier alles, was der mir entgegenschmeißt. Okay, sein weißer Drache, der wird auch gleich richtig piefe hier. Also der. Ne. Wenn mich hier auf die heiße Herdplatte. Ne, ich kann mich auch hier hinstellen. Das geht auch. Okay. 101 finde ich gut. So, Metallsor. Du kannst hier hin. Für nochmal 101. Und der weiße Drache macht das Ding gleich kaputt. Ist aber tatsächlich das erste Mal, dass hier nicht alles gewone-shottet wird. Oder? Ich könnte es auch. Nee, könnte ich nicht, weil das schwarze Magiermädchen ein bisschen bescheidenes Movement hat. Willst du mich verarschen? Das Ding überlebt. Halt. Halt mal dein Faun an. Das lasse ich nicht zu. Shit. Da habe ich sie jetzt natürlich hingestellt. Ich kann dich hier. Oh ja. Oh, das worked. Das funktioniert. Geht doch. Meine Güte. Was? Ich schätze mal, ist der letzte Boss. Bislang, ne, funktioniert's gut. Ich habe bislang noch nicht verloren. In die Enge getrieben. Aber ich bin schon aus schwierigeren Situationen wieder rausgekommen. Ja, weißt du noch das eine Mal, wo du dich an die Klippe gestellt hast und gedroht hast, Selbstmord zu begehen, wenn du nicht gewinnst? Wie so eine kleine Bitch. Das waren noch Zeiten, ne, Kaiba? Ich meine, was willst du machen, wenn ich hier gewinne? Willst du dich vom Luftschiff schmeißen oder was? Und believe me, I will not care. Yugi interessiert sowas vielleicht. Mir ist das scheißegal. Bei dir zumindest. Du Cape Wearender Freak. Was? Was? 10 Damage von einem Ball? Was hab ich verpasst? Oh, scheiße. Oh, fuck. Das will ich sehen. Gleich holt er $5 raus. Ja, davor habe ich schon Angst. Dass der einfach so eine 5-Dollar-Note rausholt und sagt so, haha. Oh, scheiße. Boah, das Ding ist so cool. Ah!
Ah, weil sein weißer Drache im Schatten. Das Ding ist ein Level Up. For like nothing. So. Den Rest seiner Piefmannschaft haben wir weggeschreddert. Okay, da ist noch so ein Golem. Aber. Ja. Wir tun jetzt mal nicht so, als ob das irgendwie was Nennenswertes wäre. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann er nichts dagegen machen. Nee. Und ich habe einfach mal plus 117 hier. Mit dir könnte ich da hingehen. Das wäre auch fies. So many possibilities. So many options. Okay, das bringt nicht viel, weil ich Finsternis bin. Wie kannst du es? Kaiba, halt die Schnauze, ja? Wirklich. Just shut the fuck up, okay? Sonst kriegen wir hier bald echt mega Pief. Sonst gehen wir zu Pief Backer und ich sag's dir, ich klatsch dir eine. Wenn ich sie hierhin bewege, ist das gar nicht mal schlecht. Dann ist sie aus dem Weg. Ich kann Rühran dahin schicken. Schon mal so leicht nach vorne. Genau wie ihn hier. So wie sie. Halt, das wäre blöd. Wobei, ist generell blöd. Also mal hier hin. Mein Flammenmeer kann ich da noch hinstellen. Das ist schön. Warte mal, wie viel Movement hast du? Achso, du kannst... Du könntest mich selbst, wenn ich hier bin, noch angreifen. Das ist schockierend. Ich gehe mal lieber zurück mit ihm. Mal gucken, wie er darauf jetzt reagiert, dass wir da... Dings Wind-Pupsi-Pupsgesicht da haben. Nee, so. Aua. Aber ist euch was aufgefallen? Ist euch was aufgefallen? Natürlich ist euch was aufgefallen. Ihr seid schlaue Menschen. Natürlich ist euch was aufgefallen. Nein. So, kommt, Leute, sagt mir mal, was euch aufgefallen ist. Sagt euch, komm. Ich gebe euch einen Hinweis. This fucking thing is dead. Weißt du noch, Kaiba? Das letzte Mal? Nee. Nur mal so nebenbei, ne? Das ist dasselbe Schicksal wie das letzte Mal, Kaiba. Und immer so nebenbei, dein weißer Drache steht da jetzt wie so ein Pieflord, aber kann nichts machen, indem ich einfach mich wieder verpisse. Alter, ich führe den Kerl an der Nase rum. Ich mache mich im Grunde über ihn lustig. Und wisst ihr auch warum? Weil Kaiba eine Lachnummer ist. Deswegen. Kaiba ist in dem Punkt der absolute Lachnummer. Du kommst jetzt dahin. Und dann machen wir. Oh, gucken wir mal. Nee, Flammenmeer, aus dem kannst du nichts machen, leider. Was eigentlich schade ist. Ich würde es cool finden, wenn du aus dem noch was machen könntest. Boah, Meteor-B-Drache ist. Also blauer Meteor-Drache, ne? Das Ding ist so fucking cool. Einer meiner Lieblingskarten, definitiv. Lauf! Lauf, Kaiba. Lauf. You have no chance. Okay. Jetzt müssen wir nur trotzdem gucken. Nicht zu cocky werden hier. Oh, Kaiba Boy. Oh, Kaiba Boy.
Würdet ihr es mir abkaufen, wenn ich es euch sage, dass ich das alles geplant habe bis zu dem Punkt hier? Natürlich. Das habe ich alles geplant. Das war mal ein Meteor-B-Drache. Das Ding hat so gut wie keine Angriffsrange. Pack dich mal dahin. Okay, sie kann gerade nichts machen. Natürlich glaubt ihr mir das nicht. Leute, also bitte. Manchmal frage ich mich, ob ihr mir überhaupt vertraut. Also. Fühle ich manchmal nicht nett von euch. Na, ich bin gerade dabei, Kaiba nahezu zu perfekten. Ne? Just saying. Der Typ hat sogar mehr AP in jeder Runde als er, aber er schmeißt 50 aus dem Fenster, nur um sein komisches Ding da zu bewegen. Nun steht er da mit seinen zwei Monstern. Warum soll ich mein Team umrüsten? Es sei denn, es kommt dann da noch mehr. Aber das wäre ja banal. Das wäre ja tatsächlich Banane. Sing. Mensch, Kaiba. Kaiba-Boy. Hättest du mal ein Sonnendeck eingebaut? Hättest du mal ein Sonnendeck angebaut an dein scheiß Luftschiff? Das wäre vielleicht was gewesen, Kaiba-Boy. Wieso sag ich Kaiba-Boy? Was ist mit mir kaputt? Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir ihn wegkriegen jetzt. So zum Beispiel. Das ist nicht viel Damage, but it's Damage. So, das Problem ist, er läuft mir dann wieder genau in die Falle. Köstlich. Warte mal, du bewegst dich. Okay, warte. Nee. Du gehst dann hier hin. Okay, da kann er mir gar nichts. Geh hier hin. And my turn. Ja, aus zwei weißen Drachen könnte ich einen Ultradrachen machen. Müssen alle auf Level 3 sein. Und ich kriege einen fucking Meteor-B-Drachen. Was möchte ich mehr, ja? Kaiba. Kaiba-Boy. Wie oft möchtest du denselben Fehler machen, ha? Wie oft muss ich dir auf den Kopf hauen, bis es Knack macht? Ich glaube, er hat aufgegeben. This looks like game. Kaiba, wie oft willst du denselben Fehler machen? Mein Flammenmeer interessiert sich nicht für so eine kleine Pfütze. Look at this shit. Dieses eine Monster hat deine drei Ikonenmonster zerstört. One shot. Ja, und by the way... Ach shit, du stehst natürlich... Ach, du stehst ungünstig. Kaiba, man. Luftmauer, gell? Mal gegen den Schaden neutralisiert werden, betrifft das Monster eine Fähigkeit. Das ist eigentlich schon cool, aber bringt uns gerade überhaupt nichts. So, und technisch gesehen, alles, was wir hier... Er hat dann fucking Zerstörungsoger. Also, ich bitte euch. Dafür werde ich jetzt nicht... 10 Damage, nice. Nice, 10 Damage. Sogar der erste Kaiba war eine größere Herausforderung, ja. Ich mach das einfach mal. Derbe Luftmauer. Burf! Digitation kostet ziemlich viel SP. Hey Kaiba. Ja eben, was ist schon ein Ultradrache? Who would win? Ein Ultradrache oder ein fucking One Spiky Boy?
One Flamey Boy. Das ist echt ein schönes Meme. Sounds nice. Ah, shit. Mann, Kaiba. Was struggelst du denn jetzt hier so? Muss denn das sein? Weißt du, nur weil ich jetzt hier meine Viecher nicht rankriege? Komm, das muss ja wohl irgendwie hier... Ah, there we go. Ach, warum musst du jetzt auch noch so viel aushalten? Du zögerst das Unvermeidbare hinaus. You are struggling. In der Zeit hau ich dir nochmal eine runter. Aus Protest, Kaiba. Aus Protest. Nur mal so. Das Ganze ist nichts weiter als ein übergroßer Protest von mir. Willkommen im asozialen Anti-Kaiba-Netzwerk. Get shit on. Weißt du, ich habe meine Armee von Leuten da hochgeschickt. Für... auf deinen Thron. Auf das, was du einen Thron schimpfst. Komm, ich gönn dir sogar noch... Weißt du, ich gönn dir sogar noch, ne? Weißt du, und du hast Lichtfelder. Du hast dir ein fucking Luftschiff gebaut, Kaiba. Du hast alles gemacht, damit es irgendwie für dich toll ist. But in the end, it doesn't even matter. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht, weil sie meinte, ich zitiere zu viel Linkin Park. But in the end, it doesn't even matter. Und um es mit meinen Worten auszudrücken, sucks to be you, Kaiba. Oh, das Ding lebt dann ja tatsächlich. Okay, gut. We see you in hell, Kaiba. Besonders nicht einen, mit dem ich dich zur Verzweiflung treibe. Kaiba, du hast ein Monster. Mit drei HP. Ein Affe würde das Ding zerstören. Das wird dir den Rest geben. Game over, Kaiba. Was willst du machen, großer Junge? Willst du jetzt von deinem eigenen Schlachtschiff springen oder was? Glaub ja nicht, dass du damit durchkommst. Ja, was willst du machen? Ich werde Rache nehmen, Yugi. Was willst du machen? Dieselbe Scheiße wie im Königreich der Duellanten, Kaiba? Willst du da wieder hin? Selbst dein fucking Bruder Mokuba war eine größere Herausforderung als das. Warum gibst du mir auch die Option, unendlich Monster mitzunehmen? Ich habe mein Kapselmonster verloren. Meinen treuesten Diener. Um genau zu sein, alle drei davon. Meine Strategie war tadellos. Ich hatte genau die richtigen Kapselmonster, um zu gewinnen. Du hast eins meiner Monster besiegt. Aber trotzdem habe ich verloren. Kaiba, ich mag dieses Mal gewonnen haben. Aber genau genommen bewegen wir uns beide auf demselben hohen Niveau. Ah, ist das so ein jämmerlicher Versuch, mich zu trösten? Ja, ich hätte auch sowas sagen können wie Ei. Wenn es so ist, dann kannst du gleich damit aufhören. Soll ich lieber zu Ei umgehen? Ich weiß nur, wie stark du wirklich bist. Ich habe diesen Kampf verloren. Aber wenigstens muss ich deinem Geschwafel nicht mehr zuhören. Jetzt pass mal auf, Yugi. Ich passe auf. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Oh nein. Richtig. Wir werden uns wiedersehen, Kaiba. That was easy. Jetzt ohne Scheiß. Also die größte Herausforderung war immer noch Bakura. Easy. Magiermädchen ist Level 3. Metallsoa Level 2. Chaosmagier Level 3. Und eine auch coole Karte. Ja. Ihr Name ist Shit, come on. Oh, ich darf echt alles haben. Fuck you, Kaiba. Gib mir alles. Zwei weiße Drachen und Meteordrache. Tschüss, weg. Gib's nicht mehr. Fuck off. Tja, bin ich jetzt wohl König, wa?
Bin ich jetzt wohl König der Cops in den Monster? Ja, Mensch. Wieso ist die Musik immer noch so dramatisch? Okay. Und nun? Das ist alles, was ich krieg. Das war's, ey. Du hast den Titel König der Kapselmonster verdient. Shit, ruf das Fernsehen an. Halte den Stolz über deinen ruhmreichen Sieg stets wach. Wir wollen so weiter Spielkämpfen bewahrst. Aha. Oder das Kapselmonsterkampf. Aha, okay. Auf die Kämpfe, also, okay. Okay, I get it. Cool. Und nun? And now? Cut to credits, okay. Das war's? Das war Original Story? Das war Story. Ja, Original Story. Wir nennen es mal Story. Wir sind mal so lieb. Und nennen es Story. There was no Story. Oh mein Gott. Ich kann die Credits skippen. Oh. Bei den Göttern. Bonus. Oh, Rotauge. Und zwei. Ein Speerkäfer. Speerkäfer ist noch Knork. Aber geil, Rotauge. Geil, Rotauge. Mm. Speichern, ja, but of course. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Es war ein lustiges Game, ja. Durchaus. Das möchte ich gar nicht verneinen. Da komme ich auch gleich noch zu. Aber geil, Red Eyes. Ja, fucking Red Eyes. Kann man aus dem was machen? Ich muss mal kurz nachgucken. Okay, was ist, wenn ich jetzt laden würde? Komme ich denn in einen Bereich, wo ich Jack Shit tun kann? Warte mal, ich konnte doch was. Hm? The Whiteness of Whiteness and What? New Game Plus? Ernsthaft? New Game Plus? Das Spiel hat fucking New Game Plus. Ja, geil, ich hab Rotauge, nachdem ich einen weißen Drachen und ein Meteorbit ist es fucking New Game Plus. Ich krieg einen Kopf nicht zu. Warte mal, ich hab doch auch meine Notizen hier. Thunder Dragon, Tordor, Blast Jungler, nee, das hab ich alles gar nicht. Rotauge, V3. Stimmt, der kann, der entwickelt sich zu was anderem. Ich habe jetzt vergessen, was. Aber geil, dass es Rotauge gibt. Davon mal abgesehen. Kann ich neue Karten kaufen? Was möchtest du? Was möchtest du? Ah, ich sterb. Sieht nicht danach. Das sind die ganz alten Das sind die ganz alten Monster-Oppa. Was möchtest du gerne tun? Was möchtest du? Aber ich hab mein Deck noch? Das heißt, ich kämpfe jetzt mit meinem jetzigen Deck? Yes. Darf ich mal betonen, dass das milde overpowered ist? Nur mal so nebenbei. Ne? Nur mal so nebenbei. Milde, overpowered. Komm, ich will Rotauge drin haben. Wieso hab ich
die beiden hier drin? Wie seid ihr jetzt hier? Ach ja, Fusion. Ganz vergessen. Da hat sich ja Platz für anderen Kram gemacht. Stimmt, Dreihorn hatten wir auch zur Verfügung. Warte mal, kriegen wir jetzt echt Rotauge und Rotauge ist actually shit. Alter, Rotauge ist ziemlich shit. Und dann ist es auch noch das Artwork. I am peeved. Kimmich-Orbit-Rache ist awesome. Da müssen wir nicht diskutieren. Ah, hier. Speerkäfer. Tatsächlich mal ein Waldmonster, was ich sogar tatsächlich spielen würde. Alter. I'm peeved. Das Rotauge down, ist a shit. Also, to be honest, das Spiel ist nice. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Es ist auf jeden Fall vom Gameplay her nice. Nur, ja, es ist halt Yu-Gi-Oh! Spin-Off, ne? Wenn man Forbidden Memories gespielt hat, ist man weitaus Schlimmeres gewohnt. Um das mal ganz ehrlich zu sagen. Weil Forbidden Memories war grindy und busted as fuck. Es wurde ab einer bestimmten Stelle echt einfach so schwer, dass sogar immer um Grinding, ne, ist richtig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, haben die hier stärkere Monster? Gibt eigentlich nur eine Methode, das rauszufinden, ne? Das will ich jetzt nur mal wissen, weil es ist ja basically New Game Plus, ne? Wir starten jetzt einfach mal das Ganze. Ich werde es auch nicht weit führen. Weil letzten Endes, warum? Ja, es ist ein bisschen schade, dass wenn du mit dem Spiel durch bist, es eigentlich dann nicht mehr wirklich viel zu tun gibt, ne? Also jetzt New Game Plus, ja klar, schön und witzig. Das ist jetzt auch nur interessant, wenn es tatsächlich, wenn er neue Monster hat und nicht wirklich 10-mal. Und glaub ja nicht, dass ich. Sie sagen auf jeden Fall dasselbe. Weil mit den Monstern, die wir jetzt haben, ne? Diese Gegner zu machen, wäre ziemlich broken. Just saying. Also wenn sie jetzt hier wenigstens noch andere Monster hätten oder stärkere Monster, was New Game Plus relevant machen würde. Klar, du kannst Monster leveln und entwickeln und fusionieren. Ich habe nur 270, also nicht viel. Nehmen wir halt unseren getreuen Pinguin. Nehmen wir halt mal einen richtigen Flammenmeer. Achso, wir können nur. Ja gut, warte. Ja klar. Okay, dann verstehe ich jetzt noch weniger, was der Punkt an dem Ganzen ist. Wenn ich das fucking Tutorial nochmal machen muss. Ich meine, klar, ich habe immer noch sowas wie Felsogergotto hier und sowas. Also Monster, wo tatsächlich ein bisschen krampfen wird. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich will nur wissen, ob er denselben Flammenmeer wieder die ganze Zeit hat. Und dann würde ich das danach bestimmen. Weil Bakura war ein Problem, das wissen wir ja noch. Bakura hat Stress gemacht. Bakura war ein Streitheini. Aber. Also Yami Bakura, ne? Da saßen wir ja ein paar Folgen dran. Aber jetzt so hier die letzten Gegner. Marek war nochmal. Also der letzte Yami Marek war ein Problem. Nee, das sind alles. Okay, dann frage ich mich wirklich, wozu? Wenn du irgendwie mit Freunden spielst, die auch dieses Spiel hatten und gesuchtet haben, wo die Chance, dass du da welche hattest, sehr gering sind. No offense. Aber ich glaube nicht, dass das so das Spiel war, wo Leute so gesagt haben, boah, Alter, let's go in Tournaments und so. Meiner Ansicht ist es nice. Ich meine, das Capsule-Monster-System wurde denn nie wirklich umgesetzt, sagen wir es mal so. Von daher ist es schön zu sehen, dass sie dann wirklich was draus gemacht haben, was auch Spaß macht. Ist an sich ein nices Spiel, muss man sagen.
Aber was Yu-Gi-Oh! Games angeht, es ist ein Spin-off, was kurz hält. Es macht Spaß, definitiv. Und ich find's schön, das ist einer der größten Punkte. Das Spiel sieht super nice aus. Musik ist auch gut, ist manchmal ein bisschen unpassend. Aber, am geilsten finde ich, dass die deutsche Stimmen wirklich haben, also die originaldeutschen Stimmen. Also ihr habt das Spiel nach New Game Plus um die 10, 15 Mal noch weitergespielt. Ja, das ist natürlich, klar, kann man machen. Ich würde das nicht machen, weil ich da absolut keinen Sinn drin sehe. Weil, klar, dann hast du die, aber dann what? Du kannst sie an nichts wirklich benutzen. Selbst Kyber war keine wirkliche Challenge am Ende. Sobald du das Spiel in seiner Materie begriffen hast, ne, ist es an sich easy. Du guckst, aha, was hat der Gegner, wie bewegt er sich, wo kann er hin? Und ab dann ist es irgendwann nur noch ein Punkt, ab wann du anfängst, die KI zu abusen. Also entweder stellst du irgendein Monster hin, was du nicht mehr brauchst, irgendwie als Bait, und dann, um das Ding dann wegzubashen. Oder du arbeitest einfach mit dem, was er macht, weil die KI ist manchmal relativ dämlich. Dann wiederum das Ding hier, ne? Wir erinnern uns. Ziemlich overpowered. Dafür, dass du hier zu Anfang gleich 4 Stück davon kriegst, das Ding ist am Ende echt overpowered. Aber an sich hat es Spaß gemacht, das LP, muss ich sagen. Das war schön, halt wirklich mal eine andere Art des Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Ist nur schade, so. Ich stelle mir gerade vor, wie es halt wäre, das hier als, so als Online-Version. So ganz, blöd vor mich hingeträumt. Aber wirklich, vom Design her, vom, also es ist ein PS2-Game, das darf man sich immer nicht vergessen, sah das Spiel echt gut aus. Die ganzen Monster-Animationen, generell hier die gesamten Animationen, wie sie waren, die deutsche Synchro, jeder Sprecher aus der Serie, so ein kleiner Nostalgie-Kick immer, es ist schon schön. Komm schon, ich krieg langsam graue Haare. Tja, die wirst du hier auch kriegen, die machen nämlich hier gar nichts mehr. Wir sind im Limbo gefangen, Joey. Wir sind im Limbo. Wir kommen hier nicht mehr weg. Das war's. Und von dem her, gutes Spiel. Wenn ihr es irgendwo günstig findet, holt's euch. Macht Spaß auf jeden Fall. Und, ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.